Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns aus Burbach, Saarbrücken-Burbach. Heute ist der 14. Oktober 2023 und das Ordnungsamt hat ordentlich mitgeholfen. Ganze Straßenzüge wurden gesperrt für eine tolle Ausstellung. Wir sind bei Wohnwagen Vogt. Grüß dich. Hi, hallo. Hi. Ja, 12.10. bis 16.10. wegen Veranstaltung. Da ist aber der Auf- und Abbau mit dabei. Ja, genau, ist mit Auf- und Abbau, ja. So, und das Ganze ist wirklich umfänglich. Ihr habt lange dran gearbeitet. Wie viel Vorbereitung ist das? Insgesamt waren es genau 2 Wochen gewesen. 2 Wochen Vorbereitung? Ja, insgesamt 2 Wochen, ja. Für alle Fahrzeuge sauber zu machen, alles ordentlich aufzustellen. Super. Ja. Hat sich das gelohnt, der ganze Aufwand? Absolut, ja. Warum? Weil so viele Leute hier sind. Die sind da. Komm, wir gehen mal rüber, zeigen das mal. Also, ich zeige mal hier eine ganze Straße hier auf der Seite. Kastenwagen mit allem drum und dran, die ihr hier fit gemacht habt, damit sie besichtigt werden können. Alles musste geputzt werden, kleine Schäden repariert werden, wenn irgendwas drauf ist. Die sind alle wie aus dem Ei gepellt hier, oder? Ich hoffe, ja. Also, ich denke, es ist gut geworden. So, Wohnwagen Vogt, vielleicht das letzte Mal hier an diesem Standort. Wer weiß, ob er bis dahin der nächste Jahr... Die Frühjahrshausmesse, die dürfen wir hier noch machen, ja. Die Frühjahrshausmesse ist wann eigentlich? Die ist dann Mitte März. Wir müssen noch schauen, wann die Ferien genau sind mit den Osterferien. Und dann setzen wir den Termin in den nächsten 2 Wochen schon fest. Boah, das hier ist jetzt der Bereich Vans und Kastenwagen. Das läuft immer noch sehr gut, oder? Ja, immer noch. Ja, klar. Und wir gehen gleich mal in die Aufbereitungshalle. Ist die sichtbar? Sind die Leute da, die aufbereiten auch? Ja, können wir mal schauen. Die sind heute ein bisschen versteckt. Aber die arbeiten immer noch dran. Wir stellen immer noch hier und da mal ein Fahrzeug heute auf. So, der Grand California. Davon ist natürlich ein tolles Fahrzeug. Ein bisschen schlicht für viele und viele lieben das aber, dass es so ein kleines bisschen zurückhaltender ist, oder? Ja, das war ein Mietfahrzeug von uns gewesen und der ist jetzt dann 2 Saisons gelaufen und der sucht jetzt einen neuen Besitzer. So, jetzt Tag der offenen Tür. Das heißt, du brauchst eine Sondergenehmigung, dass du auch verkaufen darfst, oder? Ja, genau. Wir haben die Sondergenehmigung eingeholt. Wir haben das angemeldet. Dann haben wir eben gefragt, ob wir auch noch was sperren dürfen. Und das war eine gute Idee gewesen, weil hier kann man sich sicherer bewegen als im normalen Straßenverkehr. Und wir können noch ein paar Fahrzeuge zusätzlich zeigen dann in der Zeit. Ja, Wohnmobilvermietung ist ja ein wichtiges Thema. Die Fahrzeuge werden jetzt auch freigeboten, jetzt im Herbst. Ja, genau. Wir gehen jetzt wieder in den Verkauf zurück. So, die meisten werden oder viele Alteingesessene werden das noch kennen als Seat Schirrer. Das habt ihr vor ein paar Jahren übernommen, das Gebäude. Ja, genau. Und dann siehst du, hier haben wir einige Fahrzeuge, die Straße voll mit geparkten Autos. Boah, einmal rauf und runter hier. Ist das ein Aufwand, der hier kommt? Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen dann, wenn alle kommen, dann ist das auch eine ganz tolle Geschichte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Du hast große und kleine Fahrzeuge, alles, oder? Ja, jetzt kommen wir, hier sind ein paar große Fahrzeuge wieder dabei. Wir haben Großfahrzeuge, kleine Fahrzeuge, extrem kleine Fahrzeuge. Wir haben Gebrauchtfahrzeuge, Wohnwagen, alles. Alles. Und hier vorne siehst du einen Palace Liner, der Überhang geht, auch der Radstand. Das ist jetzt ein Fahrzeug, das nehme ich mit zum Beispiel nach Spanien? Ja, das ist ein typisches Überwinterungsfahrzeug, wo ich einen großen PKW mitnehmen kann. 4-Sitzer-PKW, Fiat 500, Mini Cooper, der Wagen hat noch ein Slide-Out. 189.900 Euro in Phoenix Alkoven. Ja. Das ist ein Auto, da kann man nicht so viel falsch machen. Ja, das ist also schon immer innen drunter. Schon ein älterer Wagen, aber ein sehr zuverlässiges Fahrzeug ist das hier. Ja. Ein Baujahr, was für ein Baujahr ist das? 2011. Ein 211er. Mhm. Auch mit PKW-Garage für ein Smart. Sehr selten sowas. LKW-Führerschein? Ja. So, und hier oben siehst du auch einen Concorde. Der Concorde sehr zeitlos. Überhaupt sind die vollintegrierten viel zeitloser, weil du siehst nicht, was ist da drunter auf den ersten Blick. Das hier ist jetzt ein 2019er, könnte auch ein 2016er oder auch ein 2021er sein. Danach gab es eine optische Änderung, dann erkennt man das. Ja, für alle, die zuschalten hier speziell aus dem Saarland, es gibt 2 verschiedene Gruppen und Klassen. Es gibt die Klasse über 7,5 Tonnen, das haben wir hier. Und dann gibt es die Klasse unter 7,5 Tonnen. Und das da vorne, geradeaus gehen wir drauf zu, das kann man noch fahren mit dem alten Führerschein. Das kann man noch fahren mit dem alten Führerschein. Und das ist noch ein 7,5 Tonner. Aber wir haben es gut gemischt. Wir haben von allen Tonnagen was hier. So, 249.900. Es geht schon wesentlich günstiger. Das heißt, ich muss jetzt keine Viertelmillion haben, oder? Um hier ein Wohnmobil zu kaufen bei dir. Nein, um Gottes Willen. Wir gehen einmal im Kreis. Wir haben alles von der Einstiegsklasse bis zur Oberklasse. Aber wenn du gewisse Ansprüche haben möchtest, dann musst du eben auch manchmal mehr ausgeben.
149, 900, das ist jetzt schon die Luxusklasse Carthago, die du hier da hast. Und dann siehst du hier vorne, das ist ein Hümer. Hümer Masterline, teilintegrierter auf Mercedes, auch ein sehr schönes Fahrzeug. Komm, wir gehen mal weiter durch, dass wir das Ganze mal sehen. Wohnwagen, du hast viele Wohnwagen? Wir haben auch viele Wohnwagen. Jetzt in der Halle hier stehen auch viele Wohnwagen, auch große Wohnwagen, Doppelachser, aber genauso auch kleine Wohnwagen. Das Saarland ist ein Wohnwagenland, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, oder? Das heißt, viele fahren ja nach Spanien runter. Ja. Wir haben es ja nicht weit nach Südfrankreich. Ja, wir haben noch bis vor 5 Jahren mehr Wohnwagen als Reisemobile verkauft. 48.000 Euro, das ist ein Fendt. Fendt Doppelachser, ja. Doppelachser, das ist wirklich Luxus pur. Mhm. Lohnt sich aber da schon ein bisschen länger zu stehen mit so einem. Also jetzt jeden Tag den Platz zu wechseln, das sind andere Leute, oder? Hier mit dem Fendt. Ja. Geht aber auch. Aber es geht schon, ja. Wenn ein großes Zugfahrzeug und wenn man dann, wie jetzt der Grundriss, den du gerade hier abfilmst, ein typischer Familiengrundriss, wird auch gerne mal genommen, um mal tageweise wegzufahren. Guck mal hier, der ist riesig. Hat eine Rundsitzgruppe mit drin, hat hier einen richtigen Backofen mit eingebaut. Dann hier ein Mittenbett. Eine Hecksitzgruppe und nochmal Stockbetten. Genau, das ist ein richtig cooler Grundriss, das hier. Ist das ein mega Grundriss? Ja, und ein Bad wie zu Hause. Das ist ja krass. Boah, ein riesen Bad mit drin, mit extra Dusche. Preisig, wo liegen wir da eigentlich bei dem? Das ist eben abgefilmt, um die 50.000 Euro. 50.000. Ja. Hier hinten, da hast du dann 2 Betten, das heißt, hier können 2 Kids schlafen oder du hast so eine richtige Lümmelecke. Mhm. Auch ein tolles 2-Personen-Fahrzeug, oder? Eigentlich. Das heißt, hier mit Mittenbett und der Wohnsitzgruppe, das ist die 2 Leute oder 3. Ich sag mal 3 bis 4. Ja, 4 Leute ist das hier, ne? 4 Leute. Also ich bin ja immer so einer, ich nehme mir denn etwas mehr Raum mit, freue mich meines Lebens und bin dann ganz allein und habe ein bisschen mehr Platz. Eine alte Heizung, eine Fußbodenheizung hier drin. Ja. So, komm, wir gehen mal raus. Dann geht es hier runter, ein Stockwerk tiefer. Ja. Ist da noch was zu sehen? Unten haben wir auch ein paar kleinere Fahrzeuge, so das wirklich kleinere, straßentaugliche Fahrzeuge, Marco Polo, aber auch kleine Eriba Tourings. Mhm. Boah, jetzt so viel Vorbereitung. Wir haben ja den Film vorher gemacht. Da waren die Straßen noch nicht gesperrt. Ach so, das sind diese hier, die man jetzt auch im Alltag verwenden kann. Gell? Ja, genau, das ist jetzt ein Marco Polo, das Aufstelldach. Haben wir nicht hochgemacht, weil die Halle hier zu niedrig ist, aber oben in der Halle steht dann mit offenem Aufstelldach. Aber die Tourings passen genau bis unter die Decke. 2 Zentimeter Platz haben wir da noch. Das ist krass, das siehst du hier eigentlich ganz gut. Das heißt, die Autos sind im Alltag nutzbar. Ich komme damit auch in nahezu jede Tiefgarage rein, muss aber dann schon aufpassen, oder? Ja, das ist für die Tief 1,90 muss man aufpassen, aber 2 Meter null Problem. So, hier hast du einen Wohnwagen, der lässt sich oben ausklappen. Ja, genau. Das ist. Wie funktioniert das? Aber du hast ja so eine Schere, die sieht man von hier aus. Ich gehe mal mit ein bisschen näher dran. Da oben sieht man das. Und durch dieses Scherenmodul kann man das nach oben hin ausstellen und erhöht somit innen drin die Stehhöhe. Und im zusammengefalteten Zustand ist es ein sehr niedriger Wohnwagen, der super hinterherläuft, der auch in viele Garagen noch reinpasst. Das ist Handarbeit hier, oder? Das ist noch richtig Handarbeit, ja. Cool. Eine ganz zeitlose Form, der wird schon so gebaut seit über 60 Jahren, der Wagen, und hat eine ganz starke Wiedererkennung mit seiner Form. Ich glaube, dass der sehr zeitlos ist, dass das der Grund ist, warum viele Leute genau sowas haben möchten. Die sagen, hey, ich will nicht mit dem Trend gehen, ich brauche was, was sich nicht jedes Jahr ändert. Das heißt, diese ganzen, ich laufe den Trends hinterher, das nervt die Leute teilweise auch. Ich will immer das Neueste haben. Es gibt einige, die haben alle 2, 3 Jahre einen neuen. Oder? Ja, wobei ich glaube, dass es hier auch die Form, die hat einen Kult geschaffen, dass sie einfach zeitlos ist und immer auch noch gut aussieht. Du hast sogar Zelte? Ja, da hinten steht auch mal ein Luftzelt zum Zeigen. Warte, ein Luftzelt, das ist ja spannend. Das heißt, ihr habt alle Fahrzeuge auch ans Stromnetz angeschlossen, die meisten? Die meisten haben wir am Stromnetz angeschlossen, ja. Das ist ein Luftzelt. Was heißt Luftzelt? Hier gibt es kein Gestänge. Das einzige Gestänge haben wir hier auf dem Boden, damit wir keine Löcher in den Boden machen müssen für die Heringe. Aber ansonsten sind das hier Luftschläuche. Ein Kammersystem, was miteinander verbunden ist. Alle Kammern sind miteinander verbunden. Das wird aufgeblasen. Ja, das ist ganz ruckzuck die Bereitschaft. Man kann sehr schnell eben so ein Zelt aufbauen. Ist auch leichter, ist auch ein Thema. Und vor allem das Aufbauen geht schneller. Super. Also das ist
wirklich ein Riesenplus. Also ich kenne das ja, wenn du da irgendwie unterwegs bist und dann heißt wieder mal Zelt aufbauen, wieder mal bis zu 4 Stunden dauert das bei den Vorzelten. Ich war mal da live dabei, wie jemand ein Vorzelt aufgebaut hat, auch wenn du richtig fit bist, mit allen drum und dran, bis es dann so steht. Aber dafür sind die meisten Leute dann auch 3 Wochen irgendwo in Südfrankreich, oder? Ja, also bei den 4 Stunden, das habe ich auch schon erlebt, dass bei Zelten, die bleiben dann monatelang am Stück stehen, sehr stabil auch für den Winter. Ansonsten 2 Stunden sind doch schon realistisch. Und wenn du da nicht eine Woche mindestens am Stück bleibst, und dann bist du wahrscheinlich zu faul dafür. So, und das ist für vor Ort zu fahren? Das ist der Mikrocar hier. Das ist von einem Kunden, der einen Liner hatte. Und der hat einen Morelo-Liner gehabt und wollte mehr mitnehmen noch an Zuladung. Und hat er das Mikrocar dann eben in die Heckgarage gestellt, weil der deutlich leichter ist. Mhm. Weil der nur halb so viel wiegt wie ein Smart. Und die Idee fand ich auch ganz gut und haben uns auch mal so einen Wagen hier hingestellt. Wie schnell fährt er? 45, die kann man auch auf 70 dann zulassen. Mit großem Kennzeichen. Ja, aber ich bin der Meinung, ich denke 45 reicht für so ein kleines Auto. So als Beiboot quasi. Ja, genau. Wenn ich jetzt mit dem großen Wohnmobil irgendwo stehe. Komm, wir gehen mal rüber. Ja. Wir haben jetzt uns 10% gesehen von dem, was da ist. Ja, Fahrzeuge, du hast Hunderte da, oder? Also wenn man Wohnwagen, Wohnmobile alles zusammenrechnet. Also wir haben normalerweise immer um die 200 Fahrzeuge bei uns in der Ausstellung. Ich denke, jetzt haben wir, ich habe das gar nicht gezählt, aber wahrscheinlich dürften das 250 sein, die wir jetzt dadurch ausstellen konnten. Ja, die Hausmesse, Bewirtung an allen Tagen, ganz zum Schluss gehen wir gleich, wenn alles fertig abgedreht ist, mal zu der Wurstbude. Die können wir ja gleich mal filmen, das ist cool. Ja, wir zeigen mal gleich, wo sie steht. Wer? Wer ist das? Wer macht das? Das ist der Manfred. Der Manfred? Ein super Typ. Okay, cool. Ja, hier neben Standort, das vorletzte Video, was wir drehen werden. Ihr werdet den Standort verlassen. Irgendwann mal geht es nach Überherrn. Ja. Deine Heimat. Ja, auch das zufällig. Ja, das war so nicht geplant, aber es hat sich ergeben. Aber der Grund ist natürlich klar. Wir sind hier verstreut auf mehreren Grundstücken. Und es ist schon einfacher, wenn wir das alles auf einem großen Grundstück präsentieren können. Ist auch für die Kunden einfacher. Wir können die Marken besser nebeneinander präsentieren. Und die Wege sind deutlich einfacher zum Rangieren. Preise hier, ist das so wie und jetzt im Globus habt ihr gemacht? Bei der Wurst habe ich gesehen, die Bratwurst wird im Globus verkauft noch für 1,50 Euro. Nee, das wär jetzt wahrscheinlich nicht kostendeckend, oder? Nee, wir machen ja die Preise nicht. Trotzdem glaube ich hier alles faire Preise, das nicht überzogen. Und, ja. Das ist im Saarland, ist hier die Bratwurst-Currywurst, das ist Kult. Die muss man erlebt haben. Ja, die muss man erlebt haben, die ist wirklich gut, ne? So, hier vorne gibt's Kuchen. Da gibt's Kuchen, ja. Selbst gebacken? Alles selbst gebacken hier, ja. Krass. Boah, das sieht aber gut aus. Hallo. Hier ist ein Augenschmaus. Wo denn? Ist der selbst gemacht? Ach klar. Und was da drin? Schwarzwälder Torte. Schwarzwälder Torte. Mhm. Boah, die sieht auf der Kamera, sieht das hier unten drunter so stechend blau aus. Guck mal hier, wenn du da mal kurz mal drauf guckst, siehst du? Die sieht so schick aus. Ja, vielen Dank euch. Ist das schön hier? Ist es schön hier? Super. Warum? Wir sind jedes Jahr hier. Warum? Weil mein Neffe ist. Man muss sagen, alle Leute, die hier sind, sind über zwei Ecken mit dir verwandt, oder? Ja, ja, genau. Alles Statisten, die hier sind, ja, genau. Sehr alles cool. Nur Mitarbeiter und Statisten. So, guck mal rein. Auch hier habt ihr alles ist das ein Aufwand gewesen, ne? Alles hier Werkstatt rein, raus. Ja. Oh, komm, wir können gerade hier durchgehen und dann gehen wir einmal durch im Kreis. Kinderschminken hast du auch? Ja. Das ist dann nachher der Abschluss, wenn du geschminkt wirst und dann halte ich die Kamera. Ja. Ja, ein paar Campingplätze, die sich hier auch präsentieren. Ja. Hallo. Hallo. Im südlichen Schwarzwald. Camping Sulzbachtal. Nein. Ich habe gedacht, das Sulzbachtal wäre nicht im Schwarzwald, oder? Das gibt's hier auch. Das gibt's hier auch, ja. Gott, Zufall. Komm, wir gehen mal weiter. Ja. Vielen Dank für euch. Bitte. So, dann bin ich bin echt mal gespannt, wie die Currywurst schmeckt gleich. Ich habe so einen Qualm. So, hier ist dann Zubehör. Ja, hier im Shop präsentieren sich die Hersteller. Das ist die Firma Truma, die präsentiert sich. Es sind einige Gäste, die auch noch andere Artikel präsentieren. Das ist dein Hund? Das ist unser Olaf, ja. Ich überlege gerade, dass ihn jemand gerade entführt. Ja, nee, der geht mal Gassi, der Kleine. Super. Ja, hier wird einiges gezeigt, unter anderem Vorwerk, oder was ist das hier?
Das wird jetzt, das ist ein Vorwerkstaubsauger. Ist jetzt nicht unser Metier, aber ich finde es ganz interessant, dass eben wir die Möglichkeit auch geben, wenn hier jemand was ausstellt, dass die Leute das eben auch schauen können. Das ist ein absoluter Profi, ne? Hier. Ich denke, ich mag das direkt. Und hier vorne ein Thermomix. Ja, die Thermomix, die findet ja mittlerweile auf fast jedem Campingplatz, hat jemand einen Thermomix dabei. Das ist ein Thermomix. Ich zeig's mal. Das ist aber jetzt nicht das letzte Modell, oder? Oder ist das der aktuelle? Das ist der aktuelle, okay. Ja. Preis, was haben wir dafür? Wir haben ein super Angebot. Ja. Und zwar mit, was ist das? Einmal der Thermomix. Ja. Der kostet normal 199 Euro, der Topf extra. Dann bekommen Sie plus für 1 Euro noch der Topf dazu und noch das tolle neue Kochbuch. So, und das ist dabei. Man muss sagen, das Stück Kuchen, das kam so aus dem Thermomix. Man muss nur die Backmischung oben reinschmeißen. Der Rest. Nein, hier, das kam aus dem Thermomix. Zeig mal bitte. Achso, der kann Brot fertig backen, oder wie? Echt? Das Brot wird natürlich im Backofen gebacken, aber Dinkelkörner zum Beispiel kann man mahlen im Thermomix. Mahlen? Mahlen, okay. Zu Mehl. Also dann sind noch Karotten drin, die werden zerkleinert und dann wird Hefe und Mehl und dann wird das nachher geknetet im Thermomix. Toll. Wie ist dein Vorname? Melanie. Ist das wirklich so gut, das Ding, das Thermomix? Weil ich kenne Leute, die einen haben, die wollen ihn nie wieder hergeben. Genau. Ist das so? So ist das. So, das heißt, ihr macht auch so Partys, so Thermomix-Partys? Ja, wir machen Erlebniskochen zu Hause bei den Leuten. Okay. Und, ja. Boah, ich liebe das. Ich kenne so viele überzeugte Thermomix-Leute. Es gibt die ihn hassen und gibt die ihn lieben. Ich glaube, die ihn haben, lieben ihn meistens. Die meisten lieben ihn, ja. Der gibt mir auch nie mehr her. Es gibt doch einige wenige, die kaufen den, benutzen ihn trotzdem nie, oder? Die gibt's immer. Das bleibt nicht aus. Und du bist sie? Meta. Die Meta und die? Die Melanie. Die Melanie. Und die ihn gerne kostenlos haben möchten, die können auch gerne in unser Team kommen. Okay. Die sich erarbeiten. Krass. So, ich ihn erarbeiten. Nee, ich mach das jetzt nicht. Aber ich kann sowieso nicht kochen. Aber das macht ja der Thermomix. Das wäre perfekt für dich dann, ja? Schön. Ja, toll. Gut. Oder? Wir gehen mal weiter. Hier vorne. Ist sogar jemand von Truma, der erklärt, wie eine Heizung geht, gell? Ja, den jungen Mann, den müssen wir auch mal hier vorstellen. Ne? Moin. Morgen. Grad, wir haben heute das kleine Besteck dabei, trotzdem zeigen wir es mal. Das ist eine Truma... Kombi-Heizung. Kombi, Diesel, Gas. Gas mit Heizstäben. Mit Heizstäben, das heißt eine E. Ja, ganz genau. Wir sagen ja Heat-Hybrid, das heißt, man hat auch die Möglichkeit, elektrisch zuzuheizen. Nein, doch. Okay, das heißt, wenn der Campingplatz das noch anbietet. Ist ja meistens so in Schweden, überall, da gibt es das ja umsonst. Ja, und dann lohnt sich das schon, dass man dann auf Strom heizen kann, gell? Oder zu Hause, wenn man das zum Beispiel vorbereiten möchte, lässt es einfach stehen, schaltet es auf 6 Grad und das macht die Elektro dann, oder? Richtig. Okay. Dein Vorname? Tom. Tom, was ist deine Aufgabe hier? Was machst du gerne? Du bist der Repräsentator für Truma, oder wie? Ganz genau. Ich bin von Truma für den Vertrieb Westdeutschland zuständig und... Wir sind heute hier, um die Firma Vogt zu unterstützen. Tom Barrenpohl, hier sieht man sogar einen ganz kleinen Lüfter, guck mal, für die Elektronik. Ja, ist doch schön, dass man das mal so sieht. Ne? Können ja schlecht hingehen und eine Heizung auseinanderbauen, dann, wenn sie im Wohnmobil eingebaut ist. Und der Tom kann alles erklären auch dazu. Und da kommen natürlich auch Fragen auf. Wir haben hier Kühlboxen, Klimaanlagen, Duo Control, ein riesengroßes Sortiment, was Truma anbietet. Und Klimaanlagen. Oh ja, und Klimaanlage. Mit dem man natürlich auch heizen kann. Ja, ja das ist das, ein ganz neuer Trend. Ja, vielen Dank dir, Tom Barrenpohl von der Firma Truma. Und wir gehen mal schnell raus, gucken uns das Ganze mal an. Ihr habt schon einiges verkauft, oder? Wir haben schon viel verkauft, zum Glück, ja. Zum Glück. Ja, natürlich, ja. Ist der Moment. Wobei die Veranstaltung messen wir jetzt nicht nur am Verkauf. Es ist wichtig, dass die Leute zu uns kommen. Okay. Das ist ja schon eine Ehre, dass die Kunden immer und immer wieder zu uns kommen. Guck mal hier, wie schön die aufgestellt sind, hier die Morelos. Ja. Das ist also hier zu kriegen. Du bist jetzt neuerdings Morelo-Vertragspartner. Ja, das stimmt, ja. Das kann man ruhig mal erwähnen, dass man das mal sieht. Empire, Liner, Palace, die da sind. Und das ist hier siehst du aber auch einen Preisvorteil, 54.990. Wir gehen mal hier rüber. Und was ist hier zu sehen? Ja, hier haben wir auch verschiedene Fahrzeuge. Wir haben die Wohnwagen auf der linken Seite. Wir haben teilintegrierte Fahrzeuge auf der rechten Seite. Teilintegrierter heißt, du siehst noch das Fahrerhaus, das Original. Genau, jetzt sehen wir hier einmal ein Mercedes-Symbol, ein MAN, ein VW. Eine schöne Mischung an Basisfahrzeugen. Viele Fahrzeuge haben auch einen Fiat unten drunter. Du hast so viele, man könnte meinen, dass du die verkaufen willst, oder? Ja, natürlich. Dein Herz hängt nicht dran an jedem.
sondern du gibst den her. Das da vorne ist zum Beispiel Wohnwagen, die auch mit dem Motorrad zum Beispiel auch jetzt befahren werden können. Da kannst du ein ganz großes Motor oder ganz viele Mountainbikes einladen. Genau, der nennt sich Sport und Fun. Ja. Und der Name ist dann eben auch Programm. Mit einer Tür hinten. Genau, der ist für Sportler. Hinten sieht man schon eine Auffahrrampe am Ende vom Fahrzeug, wo man dann einen Roller hochfahren könnte oder ein Motorrad. Wir haben Wohnwagen mit Aufstelldach, wo man oben drauf schlafen kann, wie bei einem VW-Bus, bei einem California. In Wohnwagen jetzt auch, das geht auch. Ja. Da ist das neu wieder bei Wohnwagen, oder? Ja, das ist relativ neu, ja. Da siehst du hier nochmal eine große Klappe hier hinten, wo du echt große Motorräder reinfahren könntest. Wo denn? Hier, direkt vor dir. Ah, da. Und das ist jetzt eine ganz andere Bauweise. Das ist keine normale Wohnmobilbauweise. Hier ist ein Sandwich richtig mit dabei, ganz stabil gebaut. Das hat mit einem normalen Wohnwagen gar nichts mehr zu tun. Ne? Das also ist von der Bauweise. Das ist die Zukunft bei Knaus. Das nennt sich Frame-Technologie. Und hier werden die Teile miteinander verklebt. Man sieht das außen, dass hier nicht mal ein normales, typisches Blech dran gemacht ist, sondern das sind Kunststoffteile, die miteinander verklebt sind. Man hat ganz neue Formen, die man erfinden kann. Und man kann auch in Zukunft die Fahrzeuge deutlich leichter bauen. Hat aber seinen Preis, oder? Es hat auch seinen Preis, aber es macht schon was daher. So, jetzt mal schnell hier weg von der Musik. Das wird es sehen. Tabard, Knaus, dann hier Palace. Ein Carver hast du noch hier stehen, schön. Ja, das ist ein Gebrauchter, der hier dazwischen steht. Ziemlich neu, oder? Ja, der ist einfach, der ist nur ein Jahr alt, der Wagen. Ne? Carver Crown, i810 LGB, 224.000 Euro. Ja. So teuer wie ein großer, aber er ist dafür flacher, fährt sich eher so praktisch automotiver und du bist damit natürlich schneller unterwegs. Ja. 299, so ein Palace. Hümer. Also ja, man sieht, wir haben eine komplett bunte Mischung, aber das ist eben auch dem Platz geschuldet, dass man nicht alles genauso nebeneinander stellen kann, wie es jetzt Marke auf Marke passt. Krass. Und hier vorne, guck mal, Niesmann und Bischof, gleich mal zwei Stück. Das heißt, die sind so ein kleines bisschen zusammen gruppiert, oder, die Fahrzeuge? Ja, so wie es von der Länge her in der Regel am besten passt, so stellen wir sie nebeneinander, dass es auch äußerlich ein Bild noch abgibt, dass sie schön parallel stehen miteinander. Großer Trend sind Allradfahrzeuge. Ja. Hier vorne siehst du einen schönen Hümer. Der ist relativ günstig, 115.000 Euro, wer sich auskennt. Das Basisfahrzeug alleine kostet schon, wenn du den normal kaufen würdest, ohne Ausbau, bist du schon 80, ja, oder? Ja, kannst du heute, musst du rechnen, 80.000 Euro 80.000. Für das Basisfahrzeug. Ja. Ins leicht zu erkennen, Allradfahrzeuge an dem hochgesetzten Blinker. Mhm. Der ist nämlich hier an der Stelle. Normalerweise ist er integriert, aber das ist hier nicht so. Das ist 4x4. Rechte Seite Kastenwagen, dann hast du relativ viele VW-Busse. Das ist so praktisch letzte Edition. Die werden, glaube ich, diese nächstes Jahr noch gebaut, dann ist Feierabend. Genau, das T6.1, sehr erfolgreiches Modell. Die Größe auch sehr interessant. Hier haben wir den nächsten. Wir sind einfach bei 5 Meter bei einem Reisemobil. Und das ist sensationell, dass man auf so einem kurzen Raum so ein großen Platz eben schaffen kann. Hier vorne, das ist auch so ein Modell, 139.990. Ja. Damit kann man denn auch mal jetzt vielleicht nicht ganz in die Sahara fahren, aber es ist ein gutes Schlechtwegefahrzeug, dass man am Strand zum Beispiel stehen könnte? Ja, am Strand, sicherer Weg im Winter. Und von der Watttiefe her, wenn wir darüber sprechen, ja, dann ist irgendwann selbstredend, da liegt ja noch jemand. Hm? Ach, das ist kein Teppich. Das ist keine Deko, ja. Ist ja goldig. Guck mal da. Ja, Überhang, aber trotzdem, der kann schon einiges, der Allrad. Ja, das ist auch ein schönes Fahrzeug von der ganzen Proportion her. Das ist schon ein richtiger Hingucker, der Wagen. Oh, da hat aber einer fast wäre es hier zum... Nee, die stehen... das ist eine Besonderheit, dass hier keine Unfälle passieren bei dir auf dem Hof, oder? Aber ich denke, so 2-3 Mal im Jahr passiert schon was. Aber, aber in der Regel können die Leute schon gut Auto fahren. Cool. Concorde? Ja, das Vorhängergesicht, aber das war jetzt ein absoluter Klassiker. Ja, das war ein absoluter Klassiker. 59.900, mhm. Der Charisma 900 LS. Schön ist der. Ja. So, jetzt geht's weiter. Es nimmt gar kein Ende mehr. Hier noch ein Morello, ein schöner. Ja. Mit Echtglasbeplankung. Ist das ein 7,5-Tonner? Nein, das ist ein 8,1-Tonner. Ganz, ganz seltenes Stück auch. 8,1 Tonnen auf Daily? Ja, genau. Cool. Die gab es eine Zeit lang, oder? Ja. Aufgelastet, LKW-Führerschein, Zuladung etwa 800 Kilo hatten die. Ja, oder? Genau, das ist genau die Zuladung. Da hast du im Volltreffer gelandet. So, Wohnwagenvogt, gucken wir auf die Uhr, 14. Oktober 2023. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Du hast schon einen
Jäckchen an. Ich komme ja frisch aus Tunesien. Da war es richtig warm. Mittlerweile 18 Grad ist so die Durchschnittstemperatur. Ich liebe genau diese Jahreszeit hier, der Herbst. Ja, wir hatten gestern ja hier noch hochsommerliche Temperaturen. Und über Nacht ist es ein wenig abgekühlt, aber immer noch toll. Wir haben hier 14, 15 Grad. Das ist perfekt eigentlich, das Wetter. Sehr schön. Ja, hier Service Center. Ja, Service Center ist umgerüstet worden für das Wochenende auch als Ausstellungsfläche, dass wir eben noch mehr Fahrzeuge zeigen können. Weil viele Leute kommen ja einfach mal zum Schauen. Und je mehr Fahrzeuge man zum Schauen hat, desto interessanter ist das natürlich. Harmony Line von Bürstner, die habe ich ja auch mal gefilmt. Das hier sieht aus fast wie... Ist ja witzig, wie ein Fremdfahrzeug, oder? Das heißt, ihr habt viele Fremdfahrzeuge auch ja, im Service, kommen natürlich auch, das ist jetzt kein Servicefahrzeug. Viele Gäste kommen ja auch hierher mit dem Wohnmobil. Und das sieht man im Verlauf nachher, wo es immer noch mehr Fahrzeuge parken. Die übernachten hier, die Leute bleiben auch mal 2 Tage, um sich alles anzuschauen. Was witzig ist, das hier erinnert mich so ein bisschen an den Caravansalon in Düsseldorf. Das heißt, man muss gar nicht nach Düsseldorf fahren. Man ist lang, wenn man zu dir kommt hier. Ja, so viele haben wir nicht, aber es ist trotzdem schon interessant eben, ja. Du bist ein recht großer Händler in Deutschland? Ja, schon ein großer Händler, ja. Oh, hier vorne siehst du es. Ja, eine schöne Auswahl haben wir auch schon mal gefilmt. Das hier sind alles gebrauchte Fahrzeuge. Eine sehr schöne Auswahl, die wir da haben. Tolle gebrauchte Fahrzeuge. Da schon ganz viele verkauft davon, gestern und heute. Die gebrauchten laufen gut. Ja, das sind auch wirklich tolle Wagen dabei. Eine sehr interessante Preisklasse, wo wir Fahrzeuge zwischen 50.000 und 70.000 Euro auch haben. Was sehr interessant ist, hier sind nicht nur Leute von dir, von deiner Firma, die hier verkaufen, sondern ihr habt befreundete Händlerkollegen, die helfen dir so ein bisschen, weil so viele Leute auf einmal kommen, das geht gar nicht mit deinem eigenen Personal allein, oder? Ja, es sind langjährig befreundete Verkäufer oder Händlerkollegen, Verkäufer von Händlerkollegen, berentete Mitarbeiter. Wir haben ganz viel Hilfe. Unsere eigenen Mitarbeiter, die normalerweise Montagearbeiten durchführen, helfen auch beim Beraten. Die kennen sich hervorragend aus mit den Produkten. Die sind alle gebraucht, die hier stehen? Das sind allesamt Gebrauchtfahrzeuge. Eine Handvoll ehemaliger Mietfahrzeuge sind auch dabei. Das ist unser Schätzchen, gell? Den haben wir das letzte Mal gefilmt. Den haben wir gestern aufgestellt. Der ist aber auch direkt verkauft. Ein Challenger, 270, ja, die überzeugen ja durch ganz spezielle Grundrisse, 55.000 Euro, so um die 50.000, die gehen weg wie warme Semmel, oder? Ja, das ist eine sehr, sehr beliebte Preisklasse, ja. So, da mal kurz guckst, hier 64.900, 495 in Benimar. Auch hier Grundrisse aus Spanien. Mhm. Ein kurzes Fahrzeug, relativ kurz. Ja, 7 Meter, Queensbett. Und die haben sowieso immer tolle Ideen, die Benimar. Es wirkt kürzer, muss ich sagen. Also der. So, hier vorne steht ein Rapido. Und ein Alkoven. Der Alkoven ist tot, es lebe der Alkoven. Da ja, vorne natürlich, steht er. Ne? Tolles Familienfahrzeug, ganz toller ja, Vermieter. Ich glaube, das hier ist ein ganz spezielles Fahrzeug. Den haben wir heute Morgen noch aufgestellt, den Wagen. Und da hat der Verkäufer noch gefragt, ich muss jetzt mal wirklich in die Zulassung reingucken, irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber es ist genauso, wie es ist. Dieser Wagen hat 7 eingetragene Sitzplätze, das habe ich selber, glaube ich, noch nicht gesehen. Auf 3,5 Tonnen aber nicht. Ne? Der ist auf 3,5 Tonnen, mit 3,650, Entschuldigung. 3,650. Bei 3,5 Tonnen würde man noch mit 6 Personen auskommen. Der hat 7 Personen eingetragen. Ein 7-Personen-Fahrzeug, ja. Wo denn? Das muss ich mal auch selber anschauen. Hallo. Ach so. Super. Ja, da drin ist eine Halle, das heißt, ihr rüstet auch vieles um. Genau. Das heißt, nach Einbauten und so weiter, die kann man aber jetzt nicht machen am Wochenende, ne? Am Wochenende jetzt? Nee. Am Wochenende machen wir es nicht jetzt. Komm, wir gucken mal rein. Das sind Stockbetten, 2 Stück. So viel sehe ich schon. Du musst ein bisschen Lichter machen, wenn es geht. Wenn nicht, ist auch gut. Schauen wir mal. So, dann sieht man hier rein. Klar, jetzt sieht man es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man könnte sogar mit 8 Leuten hier sitzen, aber er hat 7 eingetragene Sitzplätze, die da sind. Wow. Jetzt machen wir Licht an. Dafür, dass er so kurz ist, hat er irre viel Platz, finde ich, oder? Ja. Leder. Er hat wirklich Sitzplätze eingetragen, ja. Krass. Also ich zähle mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist keiner. 6, 7 Stück. Und Schlafplätze kriegst du auch zusammen. Ja, warte, ich zähle auch mal hier. Also hier oben hättest du 2. Ja. Da kannst du, glaube ich, das hier umbauen, nehme ich auch an. Auch wiederum 2, ja. So, Schlafplätze. Da haben wir einen, da sind wir bei 5. 5. 6 und 7, ja. Boah, mit 7 Leuten hier drin. Das hätte ich mal gern gesehen, ob die alle schlafen können. Geht aber, weil wir waren jetzt gerade ja unten jetzt in Tunesien, haben wir mit 3 Leuten auf dem Dachzelt, in 3 Dachzelten geschlafen. Unten drunter waren ein paar Leute im LKW.
Das ist schon ziemlich cool. Ja, das große Hausfest, die Hausparty hätte ich fast gesagt hier bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken-Burbach. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Das Ganze heute am 14. geht noch wie lange? Bis Montag oder wann? Nee, Montag müssen wir abbauen. Morgen den ganzen Tag noch. Am Sonntag bis um 18 Uhr. Mhm. So, und das Letzte, was wir filmen werden, ist hier nochmal in Kalifornien. Oder ein Knaus, was ist das hier? Ja, wir haben ja noch Fahrzeuge, ne? Noch Fahrzeuge. Wahnsinn. Also, Fahrzeug über Fahrzeuge. Und das Schöne ist, die sind jetzt alle schön aufbereitet. Wenn ihr das seht, wart vielleicht nicht hier, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, in der nächsten Woche zu kommen. Ja, natürlich. Die werden ja nicht weggefahren, die Fahrzeuge. Die stehen ja anschließend, die nicht verkaufen, immer noch hier. Man kann immer noch ein Schnäppchen machen. Hast du Sonderfinanzierung eigentlich laufen? Wir haben tatsächlich für das Wochenende Sonderfinanzierung. Wir können mit 6,99% die Finanzierung anbieten. Ist das gut, 6,99%? Mittlerweile ist es leider gut. Ja, wir sind über 7% in der normalen Finanzierung. Jetzt kommen wir auf 6,99%. Es war vor Jahren immer schon normal gewesen. Wir hatten in den letzten Jahren beim Wohnmobil auch mal 3,99, 4,99. Aber heute müssen wir leider zufrieden sein mit einer 6, Stefan Buhr, Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Die große Hausmesse 2023. Und wir essen jetzt mal eine Currywurst. Ja, mach. Tschüss, Stefan. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.